Das ist das Xiaomi 11 Ultra und darüber habt ihr schon ziemlich viel gehört. Doch das ist Grund genug, dass wir jetzt mal über das Xiaomi 12 Ultra sprechen, denn jetzt sind die ersten Bilder aufgetaucht bzw. die ersten Render und das ein oder andere Detail dürfte jetzt konkret sein. Wenn ihr also Lust habt, mehr über das kommende Top-Smartphone von Xiaomi zu erfahren, dann solltet ihr dranbleiben. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück und cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute nicht direkt über das Xiaomi 11 Ultra. Darüber wissen wir ja schon alles und ihr kennt meine Eindrücke dazu. Denn ich möchte heute mit euch in das Jahr 2022 springen und mir mal gemeinsam mit euch anschauen, was uns beim Xiaomi 12 Ultra erwartet. Denn jetzt gibt es die ersten Render und auch das ein oder andere Detail ist aufgetaucht, bei dem wir uns darauf freuen dürfen, was uns Xiaomi im kommenden Jahr liefert. Also, let's go! Auch im kommenden Jahr dürfen wir beim Xiaomi 12 Ultra ein super Display erwarten. Hier soll es sich um ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz handeln und es soll wieder ein 6,8 Zoll großes Display werden. Mir persönlich ist es schon fast zu groß und es ist auch jetzt schon bekannt geworden, dass das komplette 12er Liner wieder ein Curve-Design bekommen soll. Okay, es hätte mich eher überrascht, wenn man das Ganze jetzt nicht mit dabei hat. Das Display in der kompletten 11er Reihe hat mich schon wirklich überzeugt. Es ist schön kräftig, was die Farben angeht. Hier hat man wirklich einen tollen Job gemacht und deshalb erwarten wir das im kompletten 12er Lineup und wir dürfen uns auch schon relativ sicher sein, dass es das komplette selbe Display Lineup sein wird in der 12er Reihe. Auch beim Prozessor möchte Xiaomi das Beste vom Besten anbieten und so wird man den offiziellen Nachfolger des Qualcomm Snapdragon 888, den man hier in der 11er Reihe noch verbaut hat, dann anbieten, denn es wird der Snapdragon 8 Generation 1. Qualcomm ist dabei, das komplette Lineup ein bisschen umzustellen, auch was die Namensfindung angeht. Ich persönlich finde, das ist ein guter Schritt, denn langsam wurde es ein bisschen unübersichtlich. Man teilt das Ganze nochmal ein und damit soll es dem Konsumenten nochmal leichter werden. Natürlich werden wir hier auch RAM-mäßig mit mindestens 12 GB an den Start gehen. Nach oben gibt es ja bekanntlich keine Grenzen. Beim internen Speicher könnte ich mir auch vorstellen, dass wir sogar eine 1 TB-Version bekommen, denn das ist vielleicht das, was viele von euch da draußen möchten. Apropos euch, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie viel Speicher euer aktuelles Smartphone hat und ob ihr euch gegebenenfalls noch mal mehr wünscht, denn für mich persönlich reichen 256 GB in der Regel definitiv. Und auf der Rückseite ist es ja relativ markant. Es ist ein riesiger Kamerabump, den wir haben und an dem möchte man auch im kommenden Jahr festhalten. Zum einen soll sich etwas beim Display tun, denn das soll nochmal wesentlich größer werden als das, was wir hier im 11 Ultra dabei hatten. Auch das finde ich ist ein guter Schritt, denn bis jetzt konnte man das Ganze nutzen. Fun Fact, das ist ja so groß wie das Display vom Mi Band 5. Wenn es aber größer wird, dann wird natürlich auch die Möglichkeit größer, darauf noch etwas zu machen, denn das ist bis jetzt relativ eingeschränkt. Und bei den Kameras, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Aber wenn man eins eingesehen hat bei Xiaomi, dann geht es nicht darum, die größte Megapixelanzahl zu bieten, sondern dass das Ganze wirklich super funktioniert. Und deshalb möchte man wohl 3 Kameras mit jeweils 48 oder 50 Megapixeln einbauen und die sollen dann wirklich extrem viel Licht einfangen. Wie das Ganze hier daneben reinpasst, das bin ich ehrlich gesagt mal gespannt. Darüber hinaus wird dann in der Mitte wohl ein Leica-Schriftzug prangen und das ist auch interessant zu sehen, denn Leica war eigentlich der Exklusivpartner von Huawei. Aber weil sich ja da einiges getan hat, ihr wisst, wovon ich spreche, suchen die vielleicht einen neuen Kooperationspartner und da bietet sich Xiaomi ja wirklich an, denn die verkaufen weltweit so viele Smartphones, da macht sich das Leica-Logo ehrlich gesagt ganz gut. Die Gerüchte rund darum, dass wir nur einen 5-fach optischen Zoom bekommen, dem gehe ich ehrlich gesagt noch nicht hinterher, denn ich glaube, man wird versuchen, hier einen 10-fach optischen Zoom zu verbauen und ehrlich gesagt erwarte ich das auch, wenn man eine Ultra-Version von einem Smartphone kauft. Oh, sollten dir solche Videos gefallen, dann mach es ja ganz einfach. Abonnier meinen Kanal, setz die Glocke, dann verpasst du in Zukunft nichts mehr und ich würde mich über deinen Support freuen. Interessant wird es dann noch einmal beim Thema Akku, denn ich gehe stark davon aus, dass man einen 5000 mAh Akku verbaut haben wird. Der soll ja generell in seinem Aufbau schon ein bisschen abgeändert sein, denn er soll komprimierter sein und noch wesentlich mehr Energie beherbergen können. Soweit, so gut. Darüber hinaus sollen wir dann aber auch die Hypercharge-Technologie mit dabei haben. Die hat Xiaomi ja bereits vorgestellt und da bin ich mal gespannt, denn die würde es ermöglichen, 200 Watt kabelgebunden und 125 Watt Wireless Charging mit dabei zu haben. Ehrlich gesagt, erwarte ich das auch. Ihr fragt euch jetzt, warum? Denn während man hier im Xiaomi 11 Ultra noch 67 Watt mit und ohne Kabel angeboten hat, was wirklich ein absoluter Topwert ist, hat aber bereits das Xiaomi 11T Pro
120 Watt mit Kabel am Start. Und das muss man mindestens im kommenden Ultra-Modell liefern können. Und auch wenn wir uns dann mal die Software-Seite anschauen, finde ich, ist Xiaomi hier auf einem guten Weg. Natürlich bietet man extrem viel an, aber ich erwarte auch so ein bisschen, dass es cleaner wird, übersichtlicher, denn teilweise ist es mir doch etwas zu verspielt. Und die MIUI 13 wird dann basierend auf Android 12 ausgerollt und ich bin gespannt, ob man so einen Hauch von Material U mit in das Xiaomi 12 Ultra einfließen lässt. Natürlich werden wir wieder Dual Speaker, vielleicht auch mit Harman Kardon mit dabei haben, denn das ist natürlich ein Aushängeschild und eine Brand neben der anderen, das kommt vielleicht auch ganz gut, also hat man Leica und Harman Kardon mit dabei. Ich glaube, das ist etwas, was heutzutage ganz gut zieht. Preistechnisch bin ich dann auch mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen, aber ich denke, in Euro werden wir definitiv bei mindestens 1200 Euro landen. Ich habe euch eben ja schon nach eurer Speicherkonfiguration gefragt, doch jetzt seid ihr auch nochmal dran. Gefällt euch dieses neue Design und werdet ihr bereit, so viel Geld dafür auszugeben oder sagt ihr mittlerweile, come on, für weniger Geld bin ich auch glücklich, es muss nicht immer das Beste vom Besten sein. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und dann freue ich mich wie immer auf den fairen Austausch mit euch. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.